Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu Hellblade: Senua's Sacrifice. Tja, Leute, shit happens. In der letzten Folge haben wir am Ende noch einen Kampf mitnehmen wollen und erst lief's eigentlich auch ganz gut und dann bin ich unglücklicherweise irgendwo an irgendeiner Ecke hängen geblieben und nicht mehr weggekommen und damit war es um Senua geschehen und wir sind unseren ersten Tod gestorben. So, jetzt hoffe ich, dass es diesmal besser wird und wir gehen einfach nochmal los. Und werden uns diese Burschen nochmal greifen. Wir wissen ja jetzt, wo sie zu finden sind. Hier war, glaube ich, nichts mehr. Und jetzt hoffe ich, dass wir diesmal besser klarkommen. Weil so schwer sind die doch eigentlich nicht. Echt? Das sollte doch zu schaffen sein. Aber lass uns erstmal hier noch vielleicht rumgucken. Warte mal. Komme ich da irgendwie. Ah, da kommen sie schon. Upsala. Komm her. Komm los. Oh, mal halt gleich mal rein. Komm! Komm! Und jetzt, komm, auf geht's! Wo ist der zweite? Da kommt der nächste, okay. Weil nachher kommen die ja zu zweit, die Fiesen. Ja, komm! Oh! Oh, komm her! Los! Oh, verflixt ihn aber auch! Komm schon, der kann aber einiges ab. So, wo ist der nächste? Die kommen dann von zwei Seiten. Ja, genau. So. Oh, ich dachte, dass. Ich hätte eigentlich gedacht, dass der uns nicht erwischt. Ups. Los geht's. Nimm ihn mit. Ja, Nahkampf, Leute. Au! Verflixung. Und zurück, Senua, zurück. Und zurück. Verflixt, ich habe Angst, wieder da hinten hängen zu bleiben. Komm schon, los. So schwer ist es doch nicht. Komm, dich haben wir doch jetzt auch gleich. Komm her. Ist da noch einer? Ja, siehst du? Und abgeblockt, yes. Komm her, kann ich dich kontern? Und jetzt kommt ein Tritt. Ja, komm, auf. Mach die Deckung auf, Freund. Kommt da jetzt noch einer? Oh nee, Gott sei Dank. Leute, 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 Leute. Okay. Puh. Ja. Okay. Alles klar. Also die sind nicht ganz ohne, insbesondere wenn sie zu zweit kommen. Da muss ich schon schaffen als erklärte Fernkämpferin. Erklärte Fernkämpferin und erklärte Magierin. Der Nahkampf ist nicht meins, das wisst ihr. Egal. Okay, wir haben es geschafft im zweiten Anlauf, so. So what? Das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Gut, jetzt wollen wir mal gucken, was wir hier erfahren. Oh, guckt euch das mal an. Also das ist schon wirklich toll gemacht, ehrlich. Also ich bin ganz hin und alle. Auch von der Schönheit dieses Spiels. Ach, großes Kino, wirklich ganz großes Kino. So. The Northmen say you must sacrifice in order to receive. They tell how the runes were revealed to Odin. Only in sacrifice. He hung himself from the world tree, and he stabbed himself with a spear, and he dedicated a sacrifice to himself. For 9 nights he hung on the tree without food or drink. Oh, schrecklich. And at last he saw the runes below him. He gave a cry and gathered them in his mind and learnt them. Then he fell from the tree. Und dann? War er tot? Wahrscheinlich, oder? Ich meine, also wenn man 9 Tage da hängt, da unten, da denke ich, da ist das Gebiet von Surt, dem Gott des Feuers. Zumindest qualmt's und raucht's da ganz ordentlich. Ja, hier ist alles tot, selbst die Bäume. Aber wenigstens hat's ein bisschen Gras. Das ist ja auch schon mal was wert. So, okay, gut. Dann machen wir da mal weiter. Lauf, Senua, lauf. Gerade ist auch mal ein bisschen Ruhe, keine Stimmen. Aber die werden schon wieder kommen, da bin ich absolut überzeugt von. Ich weiß immer gar nicht, ob man hier an diesen Dingen auch was machen kann, aber wahrscheinlich eher nicht. Nö. Da irgendwas, was uns interessieren könnte? Nein. Okay. Wir wollen ja möglichst nichts verpassen und werden dann doch 1000 Sachen verpassen. Ich meine, das ist doch eigentlich immer so. Okay. Naja, dann machen wir einfach mal runter. Autsch. Das klang so, als hätte es wehtun können.
Wo landen wir jetzt? Do you know what it's like to leave everything behind? Your home, loved ones. To head deep into the wilds. Perhaps never to return. Senua does. Because when darkness speaks, it changes everything. Turning home into a foreign land and loved ones into strangers. Exile makes sense when you realize that you were never really home in the first place. Boah, das ist heftig. Ich vermute, dass Senua wohl irgendwann mal ins Exil gegangen ist, als sie, ja, weiß nicht, von der Dunkelheit, der Finsternis mal wieder ergriffen worden ist. Und sie erkannt hat, dass sie gar nicht zu Hause ist. Soll ich so deuten? So. Gott, da hängen ja noch viele von den Dingern. Ach du Schande, und da ist wieder der Rabe. Ja, aber natürlich bloß eine Kopie seiner selbst. So, was ist jetzt hier zu tun? Da ist ein Tor. Immer schön auf diese Tore achten. Aber wir müssen immer erstmal die Tür aktivieren. Vorher haben wir keine Chance. Da sehe ich eine Brücke, die man runterlassen kann. Oh, guckt mal, da ist noch ein Tor. Schaut mal, wie viele von diesen Rahmendingern das sind. Ach du, lass halten. Müssen wir die jetzt alle aktivieren? Wahrscheinlich, oder? Oh je. Das kann jetzt dauern. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Da hängen ja noch mehr. Ach du Scheiße, Leute. Das kann heiter werden. Okay, da werden wir jetzt viel Freude haben mit mir. Gut. Wir folgen jetzt einfach mal dem Weg, weil ich habe nicht den Eindruck, dass man hier rechts oder links irgendwo hoch kann. Also erstmal hier lang. Da ist auch ein Tor. Also überall da, vermute ich, wo diese Köpfe hängen von dem Rahmen, ist ein Tor für uns. Da drüben ist eine Fallbrücke wieder. Die müssen wir von der anderen Seite aufmachen. Da ist auch noch ein Tor. Seht ihr es? Naja. Man sieht es hier so ein bisschen hinter dem Baum vorlugen. Kann ich denn da runter? Komme ich da irgendwo hin? Erstmal alles angucken. Da komme ich hoch zur Tür. Okay, ich denke, dass wir erstmal zur Tür gehen. Das ist immer so der erste Weg, der erste sinnige Weg. Ah ja, es wäre egal gewesen, ob so rum oder so rum. Weil nämlich erst, wenn wir die Runen aktiviert oder fokussiert haben, erst dann eigentlich können wir auch tatsächlich die Tore benutzen. Ah! Da hinten ist er. Oh. Emine, wie viele sind denn das? Herr Jesus. Da hinten ist er. Da hinten sehe ich ihn. Was, noch einer? Ach du Scheiße, Leute. Okay, komm, wir gehen mal zu dem Tor da drüben. The forest. Where? Which forest? Forest in the wilds. The wilds. She left the room. She went to the wilds a long time ago. Why did she go to the wilds? She wanted to fight her own darkness. She thought she could beat her own darkness. Did she beat her darkness? No. It nearly killed her, but she tried. Druth. Druth helped her. If it wasn't for Druth, she'd be dead. She can't beat her own darkness. She wanted to marry Dillian. She came to beat her own darkness and marry Dillian. But it didn't work. She thought her curse would affect him. She thought her curse would spread to him. She thought she'd bring the darkness to him too. Ach du Scheiße. She died. She thought the curse made her tainted. Druth helped her. Ja, Leute, dann ist das, glaube ich, tatsächlich so, wie wir eingangs vermutet haben, dass sie
Ja, also sie wollte Dillian wohl heiraten, hat aber Angst gehabt, ihn mit ihrer Dunkelheit, mit ihrer Finsternis, die aus ihrem Wahnsinn entsteht, anzustecken und hat dann wohl den Stamm verlassen. Ist in die Wildnis gegangen, um gegen ihre innere Finsternis und Dunkelheit zu kämpfen und hat dort wohl Druth kennengelernt, der sie gerettet hat. Das zumindest haben die Stimmen jetzt gerade berichtet. Das heißt, sie hat schwer gekämpft. Okay, gut, wir gucken mal da durch. Was ist anders? Ja, da ist was anders. Da ist definitiv was anders. Also treten wir mal hier durch jetzt. Können wir da vorne hoch? Wie komme ich jetzt darüber? Muss ich da runter? Da komme ich, glaube ich, nirgends runter. Oder komme ich hier runter? Nein. Okay, also dann müssen wir irgendwie außen rumlaufen. Aber zumindest haben wir hier jetzt mal aufgemacht. Die Falltür geht von da drüben auf. Aber hier war doch, auf der Seite war doch auch irgendwo eine Falltür, oder? Mal gucken, ob wir die aufkriegen. Und ansonsten können wir vielleicht da... Ah ja, da können wir auch rumlaufen. Okay, alles klar. Ja, dann latschen wir doch erstmal da runter und gucken, was passiert, wenn wir da jetzt durchlaufen. Da ist auch ein Tor. Was passiert, wenn ich da durchgucke? Nix. Nix passiert, wenn ich hier durchgucke. Oder? Passiert da irgendwas? Da hätte ich jetzt nichts gesehen. Na, ist egal. Jetzt latschen wir erstmal darüber. Oder warte mal. Wo zeigt das Tor denn hin? Öffnet sich dann diese Tür? Nein. Okay. Naja. Ah. Kapiert. Kapiert. Komm mal her. Are you lost? Jetzt lass mich da nochmal durchlaufen. Also, habe ich nicht gerade gedacht, dass hier jetzt diese Brücke da ist? War da nicht gerade diese Brücke auf? Hey, Verflixung! Hallo! Na also, siehste. Habe ich es doch richtig gesehen? Alles klar. Gut. Werden wir erstmal gucken, ob wir die Tür da drüben aufkriegen. Und ansonsten können wir da ja irgendwo hinten rum rein. Kriege ich das Tor auf? She cursed! Boah, sind die manchmal böse, echt. Das lasse ich in jedem Fall mal runter. Wenn wir schon da sind, lassen wir es runter, oder? Komm, auf sie nur. Yes! Okay. Und da war jetzt, genau, da konnten wir jetzt rein. Jetzt machen wir mal die Tür auf. Die sollte jetzt von der Seite aufgehen. Und yes! Tja, und was hat das jetzt gebracht, Schätzchen? Ich habe keine Ahnung. Okay, sonst noch irgendwas hier? Lass schauen. Oder kann man rein? Ah, ich sehe es. Runenstein. Dann wollen wir mal hören, ob der uns, was der uns berichtet. Geht es immer noch um den Riesen? Odin is always in search of knowledge and wisdom and magic. There was a very wise being named Mimir, who guarded the waters of wisdom which flow from the roots of the world tree. Odin wished to drink from this spring, but he had to pay a price. So he gouged out his own eye as offering to Mimir. He drank from the well and traded one way of seeing for another. Und tauschte somit eine Art des Sehens gegen eine andere. War Odin denn auch in der Lage, andere, ich weiß gar nicht, andere Welten, andere, weiß der Teufel, zu sehen? Weiß ich gar nicht. Okay, gut. Ist da noch irgendwas, wo wir hin können? Ja, keine Chance, da kommen wir nicht hoch. Gut, okay, aber egal. Wir gehen jetzt einfach mal da hoch und gucken, was da passiert. Ich glaube, da oben stand auch ein Tor.
Oder bilde ich mir das jetzt ein? Ich weiß es nicht. Das ist hier schon ein bisschen komplizierter. Ne, da ist natürlich... Ja, da ist ein... da ist ein... Da ist ein Tor, aber da komme ich noch nicht hin. Weil ich hier nicht rüberlaufen kann. Da unten komme ich auch nicht hoch. Okay, also möglicherweise von der anderen Seite. Oh, oh, Leute, das wird lustig. Heil David. Allein zu wissen, wie das Prinzip ist, reicht halt leider noch nicht. Lauf sie nur. Lass uns hier mal raus. Da komme ich auch nicht weiter. Was wir aber probieren könnten, ist, wenn wir jetzt wieder durch dieses Tor gucken, weil wir haben ja jetzt die Tür aufgemacht, wenn wir jetzt durch dieses Tor gucken, schließt sich unter Umständen oben die Lücke und dieser Durchbruch ist wieder zu. Mal gucken. Mal gucken, ob dem so ist. Yes. Okay, alles klar. Hey. Weil wir können da jetzt durch die Tür da rein. Nach oben. Und jetzt ist die Lücke geschlossen. Also können wir darüber laufen zu dem anderen Tor. So, bloß nicht runterfallen. Ich weiß gar nicht, ob man hier runterfallen kann. Also unter Umständen würde ich auch das noch fertig bringen. So, und jetzt lass uns erstmal gucken, wie es hier aussieht. Kannst du sehen, was sich verändert, wenn wir da durchgucken? Ah! Okay, jetzt begreife ich. Seht ihr es, wenn sie da jetzt durchguckt, dann verschwinden viele von diesen Rabenpuzzleteilen. Und wahrscheinlich müssen wir das so lange machen, bis wir das einzig Richtige gefunden haben. Also gehen wir mal durch. Ja. Okay, also wir müssen diese Raben loswerden. Out in the wild. In the cold winter woods. She no longer felt fit for this world. She almost gave in to the darkness. Almost. But she remembered Dillian's words. She remembered her promise. She resolved to fight on and kill that which had become. Also Leute, jetzt ist es endgültig klar, sie ist tatsächlich in die Wildnis gegangen, um ihre Dunkelheit zu bekämpfen. Kann ich da noch irgendwo hin? Nee, komme ich nicht. Okay. Kann ich hier runterhüpfen? Ja, okay. So, jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Das waren jetzt offensichtlich erst die Hälfte der... Der Raben, die wir haben, verschwinden lassen. Da hinten hängen auch noch welche. Da drüben ist auch ein Tor. Also sollten wir vielleicht mal gucken, ob wir da runterkommen. Irgendwo ging es doch runter. Irgendwo muss ich doch hier runtergehen, oder? Ja, da geht's runter. Dann lass uns da mal um die Ecke laufen. Meine Last. Genau, die da drüben, die müssen wir irgendwie noch ausknipsen. Ich vermute mal, dass das mit dem Tor da vorne geht. Die Frage ist bloß, ob wir das jetzt einfach so problemlos erreichen. Und manchmal stellt man sich es ja leichter vor, als es ist. Ja, wir kommen hin, okay. Wenn ich da jetzt durchgucke, was passiert? Nix. Hm. Warte mal, darüber gucken, darüber gucken, darüber gucken. Ja, da verschwinden sie. Okay. Also dann.
Lass uns mal durchlaufen. Dann sollten die eigentlich weg sein. Na, doch nicht. Fokus nützt auch nichts, was immer ihr mir auch erzählt, ihr lieben Stimmen. Jetzt sind sie weg. Also lauf durch. Jetzt sind sie wieder da. Ah. Na, wie rum müssen wir es denn tun? Ach, Frau Hawk. Wenn ich hier durchgucke, passiert nichts. Und wenn ich da durch dieses Tor da drüben schaue, lass mich noch mal gucken. Lass mich mal schauen. Du bist doch jetzt verschwunden. Wieso kommst du wieder? Na gut, dann latschen wir mal so durch. Nützt es dann was? Auch nicht. Ha, verflixt aber auch. Tja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das ist merkwürdig, ne? Weil die verschwinden tatsächlich. Aber egal, wie rum ich durch das Tor laufe, sie kommen wieder. Also gut, dann gehen wir nochmal auf die andere Seite, weil da haben wir ja auch ein Tor gesehen. Das war da auch, wo Raven am Anfang stand. Vielleicht müssen wir das so irgendwie machen. Warte, was passiert, wenn ich hier durchgucke? Verschwinden da noch welche? Nö. Okay. Da müssen wir irgendwie rüber. Genau. Da in dem Gebiet waren wir noch nicht. Da hat es nämlich auch ein Tor. Mal gucken, ob wir da welche verschwinden lassen können. Gut, so sieht es hier aus. Und wenn wir jetzt da durchgucken, was passiert? Alles klar. Da öffnet sich ein Weg. Dann dappen wir da mal lang. Gibt es hier noch irgendwo einen Stein? Komme ich da vielleicht hoch? Nein, schade. Okay. Okay. Ja, ihr seht mich ein bisschen ratlos. War da nicht auch irgendwo ein Stein? Ein Tor? Warte mal, da runter jetzt. Focus. Ja, ich fokussiere ja, ihr Lieben, aber das bringt mir gar nichts. Waren wir denn hier schon? Oh, Leute. Wo ist denn eigentlich... Ah, da müssen wir hoch. Da müssen wir hoch, vermute ich mal. Ist hier auch irgendwo diese Fallbrücke? Ja, genau, alles klar. Okay. Na also, geht doch voran. Aber ich weiß immer noch nicht, ob ich richtig bin. Das werden wir dann schon feststellen. Gut, jetzt da hoch irgendwie. Genau. Das ist... aber wahrscheinlich haben wir noch nicht genügend von den Teilen ausgeschaltet. Ja, jetzt sind es schon weniger. Okay. Ah, nur noch drei sind da. Wunderbar, wir haben es geschafft, Leute. Looking back, I was so naive to think she could banish it on her own. The further she saw into the darkness, the more she struggled to see anything at all. And the glow, the smallest hints of shape, sound.
powerful thought grew in strength until they consumed her whole. Before she knew it, the darkness had her in its claws. Ja, das klingt für mich so, als sei dieser, dieser Versuch, sich allein ihrer Finsternis zu stellen, gnadenlos schiefgegangen. Jetzt weiß ich nicht, wo wir hin müssen, von wo aus wir den Raben fokussieren müssen. Aber ist egal, wir rennen da jetzt einfach mal hoch, vielleicht möglicherweise von da oben. Oder aber von der Tür aus. Weil jetzt haben wir bloß noch drei, aber ja, ich glaube, das müssen wir von der Tür aus machen. Von hier werden wir sicherlich keine Chance haben. Lass mal gucken. Nee, da müssen wir zur Tür zurück. Vermute ich mal. Also gut, okay. War ein Versuch, es von hier aus zu probieren. Jetzt müssen wir wirklich noch die richtige Stelle finden. Das sollte ja eigentlich auch irgendwo erhöht sein. Vermute ich mal. Ah ja, wir wetzen zur Tür zurück. Kann ich es von hier aus versuchen? Nee. Ja, das ist echt die Frage. Okay, also ich vermute von der Tür aus, aber ich bin mir nicht sicher. Und die Dinger werden noch komplizierter, Leute. Das ist ja nochmal hier alles so zum Warmlaufen erstmal. Ja, ich glaube... Nee. Von wo aus? Wo ist der richtige Ort? Da drüben? Ah, ich glaube da. Aber ich bin mir nicht sicher. Perspektivisch denken ist nicht so meins. Von hier wahrscheinlich. Also ich vermute es zumindest mal. Nee, aber ganz sicher nicht. Komme ich da runter? Nee, komme ich nicht. Wo ist der Ort, von dem aus ich diese Dinger nehmen kann? Gute Frage. Wahrscheinlich war ich schon richtig und ihr lacht euch jetzt hier einen ab. Jetzt dapp ich halt nochmal da hoch. Vielleicht ist das der richtige Ort. Ich weiß es nicht. Auch nicht. Ja, zum Kuckuck. Es gibt Leute, die sehen die Teile jetzt und wissen, wie sie zusammengehören. Und das sind so Sachen, die ich zum Beispiel nicht sehe. Also meine Stärken liegen wirklich woanders. Alles, was so mit räumlichen Sehen und Perspektiven und so weiter zu tun hat, da ist leider Gottes bei der Verteilung dessen viel Talent an mir vorbeigegangen. Ah, ich glaube, ich hab's. Yes. Okay. Ach, das Siegel ist gebrochen, das Tor ist geöffnet. Yes. Gate is open. There is no such thing as victory when it comes to the darkness. It's like it doesn't want to kill her. Yet, it will gnaw at her, biding its time. Only when she is at her weakest will it strike to kill. Will she find Dillian before her time comes? Gott, wo renne ich denn schon wieder hin? Ist doch nicht zu fassen, oder? Aber ich habe jetzt so auf den Text geachtet. Da komme ich jetzt wieder nicht rum. Von da oben sehe ich's. Warte. Wie komme ich denn da runter, Leute? Ich will zur Tür. Ich will einfach nur zur Tür. Nothing else. Da ist der Weg. Ja, glaube ich das. Wo ist er denn? Die Frau Hawk. Ganz großes Kino wieder. Wo geht's bitte zurück zur Türe? Das sind so Sachen, die krieg auch bloß ich fertig.
Wahrscheinlich bin ich jetzt einen endlosen Umweg gelaufen, aber naja, egal. Hauptsache, ihr habt Freude. So, da werden wir mal gucken, was uns jetzt hinter dieser Tür erwartet. Ob wir da gleich jetzt gegen unseren Feind kämpfen müssen oder ob wir nochmal eine Runde Türen öffnen müssen. Okay, Leute. Ich wappne mich mal innerlich, dass wir vielleicht kämpfen müssen. Oh. Okay. Ach du Scheiße. Wo sind wir jetzt gelandet? Das sieht nicht gut aus. Da ist er, oder? Steht er da auf dem Baum? Ist er das? Müssen wir jetzt gegen ihn kämpfen? Ahaha. Na, weg ist er. Ne, da hat es noch eine weitere Tür, scheint mir. Die wir öffnen müssen. Dann würde ich vorschlagen, ihr Lieben, weil ich auch gerade das Speicherzeichen gesehen habe, dann werden wir in der nächsten Folge diese Tür öffnen und ja, kommen Valraven immer näher. Einstweilen aber bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!